Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos Zockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Wow, haben wir Tag hinter uns gebracht. Guckt euch mal dieses Grün an, das ist immer noch überwältigend. Erster Kajüte! Mann, ist das überwältigend, das Grün ist ja der Wahnsinn, wie grün das hier ist. Das ist so grün, man glaubt das fast ja nicht. Ich glaub das schon, weil ich sehe es ja auch. Es ist die grünste Offenbarung, die wir hier überhaupt hatten in einem Bauprojekt. Und ja, wir sind hier noch nicht ganz wirklich fertig, wie mir dann nachhinein aufgefallen ist. Ich habe ja dann noch ein bisschen drüber geschlafen und gemacht und dann überlegt. Und zwar folgendermaßen, es fehlt was. Es fehlt ein Radio. Es fehlt der Elfencomputer. Und eigentlich möchte ich doch wirklich einen Pool haben. Und ich möchte gerne vielleicht die Sauna, vielleicht. Aber auf jeden Fall die Massage haben. Genau. Das heißt also, wir sind noch nicht ganz fertig. Wir werden hier dann eine Massage und das andere Zeug hier alles noch einbringen. Und hier vielleicht noch ein bisschen Raumaufteilung hineinzaubern. Ja, in dem Sinne würde ich mir erstmal sagen. Machen wir aber erstmal was ganz anderes. Und zwar, es gibt ja noch die Klamottengeschichte für die Elfen. Das heißt, wir gehen hier mal auf Outfits planen. Das ist nämlich auch noch nicht fertig, dieses Projekt. Weil die Elfen, die haben ja theoretischerweise auch Hitze- und Kälteklamotten. Und da die Elfen ja mehr oder weniger Hitze- und Kälteresistent sind, weil es ja nun mal Elfen sind, sollte ich natürlich den Elfen dabei behilflich sein. Und ja, denen natürlich die passenden Klamotten auch in den Hitze- und Kälteklamotten geben. Mein Gott, Walter, das kann echt nicht so schwierig sein. So hitziges Wetter. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich das hier rüber kopiere? Ah, die unter, diese Sockenbehälter im Prinzip, das ist interessant zu wissen. Das ist ja mal sehr interessant, dass er das behält. Aber kann ich hier das nicht irgendwie kopieren und da reinschieben? Sieht hier nicht aus. Ich habe hier keine Option dafür. Das wäre nur sowas. Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwas sehe. Nee. Galerie öffnen. Pinnwand. Nö, irgendwie geht's nicht. Okay, das heißt, wir müssen einmal hier rein. Müssen einmal hier heißes Wetter mal wegklicken. Hier müssen wir kaltes Wetter mal wegklicken. Jetzt weiß ich nicht. Heißes Wetter wegklicken. Kaltes Wetter wegklicken. Okay, sie macht es immer wieder hin. Keine Ahnung warum, aber ist so. Gut, das heißt, wir gehen mal auf die Kostüme und dann müssten wir eigentlich hier das Elfen-Outfit irgendwo finden. So rein theoretischerweise. Da ist es auch schon. Es ist sogar gleich in der richtigen Farbe. Schuhe passen natürlich gar nicht. Ich glaube, wir hatten gar keine Schuhe. Schauen wir nochmal nach. So ist richtig. Sehe ich irgendeine Veränderung? Ist alles richtig? Es sieht so aus. Es gibt ja keine Veränderung. Das heißt, wir haben's. Es ist symmetrisch. So, jetzt kommt das nächste. Da kommt dann auch keine Schuhe. Wem? Falsch. Hier. Da. Keine Schuhe. Dann haben wir hier einmal das da. Da haben wir hier natürlich das Blaue wieder. Und hier fehlt dann der Armreif. Ja, super. Armreifen, das ist da. Das müsste dann auch richtig sein. Ich schau mal nochmal nach. Sieht man irgendwelche Veränderungen? Nee, wa? Aha. Da ist was anders. Warte mal, das ist definitiv blauer. Das ist auch blauer. Das ist weniger in diesem Blau. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Das ist da anders. Warte mal. So. Richtig. Wir haben einen Bug gefunden. Ist ja mal ein Ding. Alles richtig. Elfe. Okay, das haut so weit hin. Das ist gut. So, jetzt kommt der Herr des Hauses. Jetzt muss ich da nochmal gucken, ob da auch alles richtig ist. Ob hier vorne Bugs sind. Passt. Passt. So, jetzt kommt hier die Elfisierung. Das heißt, hier die Schuhe weg. Dann gehen wir hier rauf.
Da ist das Elfen-Outfit. War es das oder das andere? Das war das Richtige. Okay, seht ihr Unterschiede? Ich sehe keins. Okay, das ist in Ordnung. Dann geht's hier rein. Wie gesagt, Elfen frieren nicht. So, das war das da. Hoppala, die Kopfbedeckung. Kopfbedeckung da. Einmal weg damit. Danke sehr. So, jetzt müssen wir nochmal nachschauen. Nee, da stimmt was nicht. Das ist Ditte. Ja, ist das ist falsch. Da einmal da rein. Kaltes Wetter, nein. Das ist also das andere. Das ist Ditte da. Muss noch mal gucken, ob es hier irgendwelche Veränderungen gibt, irgendwelche Fehler. So, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Das haben wir reguliert. Das haben wir reguliert. Sehr gut. Dann auf Bestätigen. So, das heißt, wir haben jetzt bei heißem und kaltem Wetter auch die Elfen so, wie sie sein sollen. So, das loaded. Loaded. Yeah. Sehr gut. So, dann gehen wir direkterweise in den Baumodus. Beziehungsweise halt, wir sollten die beiden Elfen ein bisschen nach draußen schicken, damit, ihr wisst schon, damit wir hier Platz haben. Also einmal hier hingehen. Und auch einmal hier hingehen. Lassen wir mal die Elfen laufen. Es hat nämlich die Bewandtnis, dass wenn wir da gleich rumbauen, dass wir überall Platz haben und die einfach nicht im Weg stehen, ne? So, er hat seinen transparenten Schirm. Ich denke, bei ihr müssen wir auch noch den transparenten Schirm machen. Kann man auch richtig durchgucken. Guckt euch das mal an. Geil, wa? Ein transparenter Schirm. Hammer, was das alles gibt. Gibt es auch in The Real. So, sie hat noch The Black Side, den schwarzen. So, einmal dann bis dorthin. Dann machen wir Pause. Warte mal, wir lassen sie noch ein bisschen weiter vom Grundstück laufen. Ich glaube, das gar nicht war verkehrt. Also einmal hier hin und auch einmal hier hin. So, dann lassen wir sie beide nochmal bis dahin laufen. Dann sind sie beide vom Grundstück nämlich komplett runter. Und da hätten wir auch Pfützen. Kann man mit denen interagieren? Im Regen spielen gibt's. Regen duschen. Oh, es gibt im Regen duschen. Leute, das ist mal richtig geile für die Elfen. Yeah. Im Regen duschen. So, wir sind im Baumodus. Das heißt, wir gehen als erstes heute in den Keller. In the Keller. Keller da unten. Also hier, also unten da. Also ihr wisst schon, was ich meine. Es ist ganz weit unten. Gut. Da wir jetzt sowieso anders bauen, müsste ich so theoretischerweise hier mal rein, da mal rein. Wir machen unten grün. Wir machen unten den ganzen Raum jetzt grün. So, okay, das haben wir gemacht, weil aus den einfachen Gründen, der Weg hat sich ja dann eh erledigt, erstmal, also als solches. So, hier würde ich gerne irgendwo so einen Pool haben, also ein bisschen, man kommt hier runter, und dann läuft man hier so ein bisschen durch und hast hier den Pool und solche Geschichten, ihr wisst schon, was ich meine. Das heißt also, mehr oder weniger, das, was hier ist, das werden wir jetzt so ein bisschen hier von dort mal so ein bisschen wegnehmen, damit wir hier erstmal ein bisschen Platz haben, damit wir erstmal sehen, was Sache ist, und dann müssen wir da noch mal ein bisschen rearrangieren. So rein theoretischerweise. Müssen wir mal schauen. So, also wir machen erstmal hier schön alles weg. Und dann kann man ja wieder so ein bisschen nachstellen und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ich hoffe schon. So, also erstmal hier alles rüber. Und da seht ihr geiles Zeug hier. Pflanzen ohne Ende. Ja, da haben wir uns wirklich Mühe gegeben. Ne? Aber wie heißt es immer so schön? Selbst wenn man sich Mühe gibt, es heißt noch lange nicht, dass das fertig ist. So. Naja, so langsam kriegen wir das hier hin, die Position. Ja, hier so ungefähr den Pool hin. Das heißt, wir gehen mal hier hin. Das ist sehr schön, so achteckiger Pool. Wir setzen den einfach erstmal hier so rein. Dann gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen Überschneidung reinmachen. Ihr wisst schon, wie ich es meine. Dass wir hier so ein bisschen Förmchen reinbringen. So. Sowas in der Art. Ne? Hier noch ein bisschen Anti-Aliasing betreiben.
Irgendwas habe ich gerade verscheuert. Irgendeine Pflanze ist jetzt, hat jetzt darunter gelitten. Ach, die arme Pflanze. Ja, das kriegen wir schon wieder hin. Das ist. Hier kommt die Katze hin. Die können wir auf der Seite machen. Warte mal. Die können wir auch mal ein bisschen größer machen, glaube ich. Geil. Einmal eine Katze dort. So, jetzt machen wir hier das doch mal ein bisschen wieder rüberziehen. Hier die Pflanzen. Ne, damit das alles hier so ein bisschen grüner aussieht. Warte mal, das müssten wir, glaube ich, ein bisschen drehen oder nochmal drehen, dass wir hier so schön einpassen können. So in der Art. Warte mal. So. Hier haben wir nochmal Ditte, da haben wir diese Pflanzen. Ja, wir müssen mal kicken. So, sieht zumindest schon mal fast brauchbar aus. Das hier mal so ein bisschen überlappend. Wie sieht es denn mit den Rändern aus? So ein Rand oder hier so ein Rand, der ist natürlich auch schon geil, so schöner breiter Rand hier, ja. Der macht, glaube ich, schon ein bisschen was her, ne? So rein theoretisch. Kriege ich das Wasser ein bisschen flacher oder tiefer? Tiefer. Boah, wir machen es ein bisschen flacher. Und ich muss mal gucken, ob ich da unten Steine reinkriege. Dass wir hier so Steinoptik unten haben. Ihr wisst schon, was ich meine. So, ja, dass es ein bisschen anders aussieht. So, hier unten das Wasser kriegt. Oh, wir haben neue Farben. What? Geil. Wir haben hier glatt andere Farben. Wir können das ein bisschen so dunkler gehalten. Wir haben das als sowas hier. Sowas. Dieses lila, eine Traum vom Wasser. Oder hier so ein Glitzerpool. Puh, aber so ein dunkles wäre schon irgendwo geil. Da muss ich echt überlegen. Ah, mit dem Blümchen weiß ich nicht. Traum vom Wasser wäre schon irgendwo interessant. Schauen wir mal. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. So, hier mal Ditte hin. Dann kommt hier die Lampe. Die drehen wir mal. So. Hier so ein bisschen drumrum. Hä? So, dann habe ich gesagt, brauche ich noch das Massageteil. Das Massageteil würde ich dann so ungefähr auf dieser Seite gerne haben wollen. Da muss ich mal gucken. Aktivitäten müsste das so rein theoretischerweise sein. Aktivitäten, Fähigkeiten. Ist das vielleicht unter Sport sogar? Müssen wir mal schauen. Schauen wir mal. Hier sehe ich es irgendwie. Wie gerade nicht, aber wir haben die anderen hier. Yogamatte und sonstiges. Stimmt, das brauchen wir ja auch noch. Die Yogamatte. Ach du grüne Neune. die Yogamatte, die könnten wir hier mit hinmachen. Dann müssen wir die Pilze hier natürlich ein bisschen zur Seite ziehen, damit wir die Yogamatte hier auch irgendwo benutzen können. So. Pflanze mal hier so hin. Ich hoffe, dass das funktioniert und dass das nicht zu hart glitscht. Wäre ja auch nochmal so der typische glitscht hart ohne Ende. Nein. So. So, hier bis dahin optisch. Da ist es da. Dann haben wir da die Yogamatte. Die hängt dann schon mal ganz gut. Dann haben wir, was haben wir denn, Verschiedenes. Ist es da vielleicht mit drinne, was ich suche? Hier haben wir zumindest hier diese Windspiele. Was ist das da? Feuer. Nochmal Feuersteine. Ich glaube, die sind nicht ganz verkehrt, wenn wir sie wirklich auch haben, die Feuersteine. Die kommen dann aber draußen hin. Ah, da wäre schon geil, wenn die da wären. Dann haben wir halt den Tisch da nicht draußen. Aber das wäre schon irgendwo geil, wenn wir das hätten. So. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn? Okay, da finde ich es jetzt auch nicht. Wo kann ich das Wellness-Zeug finden? Diese, ihr wisst schon, was ich meine. Deko ist es nicht. Aktivitäten, Fähigkeiten, ist es da? Da ist es mit drin, ja. Na, nehmen wir die grüne, wa? Das Einzige, was mit grün ist, wa? The Green Side of Life. So, da können wir hier hinten machen.
müssen wir natürlich auch hier die Pflanzen noch mal ein bisschen zur Seite ziehen. So, jetzt sehen wir da, dass da noch mal eng wird. Ja, dann müssen wir mal sehen, wie wir das hier alles hinzaubern, ne? Das ist gar nicht so einfach. So, machen wir mal da so hin. Das Ganze hier mal drehen. So, und dann hat man da seine Ruhe. Ist, glaube ich, gar nicht mal so grundverkehrt, wenn man da ab und zu auch mal seine Ruhe hat. So, jetzt werden wir hier auch mal ein bisschen Gras kopieren. The copy of grass. Hier nochmal so ein unechtes Ding hier nochmal kopieren. Hier nochmal so hin. Genau, so sieht das eigentlich schon mal ganz gut aus. Den müssten wir theoretischerweise nochmal so ein bisschen drehen. Den lassen wir hier so ein bisschen rüberwachsen. So, na, komm mal her. So, das heißt, wir werden hier vorne nochmal so ein Grasteil mit reinmachen. Wir machen es da mal rein. Oh Gott, ey. So, dann nochmal das Ganze kopiert. Hier nochmal so drin gemacht. Dann haben wir das da. So, das haben wir es. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wir brauchen natürlich noch hier. Sowas hier. Wir brauchen natürlich noch sowas. Was haben wir denn da? Aus Steine wäre natürlich ganz geil. Sieht ein bisschen ranzig aus, darf auch ranzig aussehen. Oder was haben wir hier? Bauchplanscher der Vorfahren. Wäre auch eine geile Geschichte. Was hätten wir denn sonst noch? Was ist denn ditte da? Jumbo, Bauch, bla, sowieso. Was soll denn das sein? Ach, Blasenmacher. Die größere Version des Blasenmacher. Lässt dein Pool verrückt blubbern und Blasen sind 100% hygienisch. Ach so, der blubbert dann. Also Blubberitis. Warum nicht? Das ist Springbock. Der sieht mir zu synthetisch aus. Da sieht der ein bisschen, ja, ein bisschen genialer aus. Haben wir ansonsten noch? Was ist das denn der? Das ist der nochmal ein Blasenmacher. Der kleine, süße, kleine Spalte, Boden, Pools, da Blasen und Dampf, sowieso blubbert, niemand Blähung. Ich glaube, der macht ein bisschen weniger Blasen. Machen wir den hier mal weg und machen mal den dafür rein. Ja, der ist ein bisschen niedlicher, ein bisschen kleiner. Wasserschilf. Können wir mal mit so ransetzen. So, nochmal eine Drehung. Ich muss ja mal gucken, wie ich es so drehe am besten. So, so, so. Hier nochmal sowas ran. Schön zugewachsen, so alles. Was hast du denn noch Schönes? Hier ist frischer Algenschlick und Algenklumpen. So in der Art. Ja. So in der Art passt das schon ganz gut. So, jetzt brauche ich nochmal Aktivitäten, Fähigkeiten für Massage. Da hätten wir eine Massagemöglichkeit. Den natürlich dann im Idealfall auch in Green. The Green Side of Life, wie man so schön sagt. So, den machen wir mal dahin. Wie lang zeigt er denn Pfeil? Da zeigt er den Pfeil. Dann ist das schon mal ganz schick. Wo ist da der Ding? Okay, passt, passt, passt. Dann haben wir hier nochmal unser Green Side of Life. Hier haben wir unseren toten Knochen. Hier habe ich auch noch eine Katze, sehe ich gerade. Können wir da mal dahinter stellen, so. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Detailarbeit wieder rein. Die Bromelien mal so ein bisschen nach hinten gestellt. Den Diamanten auch nochmal. Diamanten, sag ich, die Steine auch mal da hinten gestellt. Dann den hier nochmal so ran. Einfach mal so. Ja. Das müssen wir mal sehen. Die Bromelien, die auch nochmal ein bisschen aus dem Weg hier. Kommt mal dorthin. Die Pilze kommen dann auch einfach mal hier hinten hin. Müssen wir mal sehen, dass wir hier Stück für Stück ja, den Platz dafür schaffen, dass hier hoffentlich auch nichts glitscht oder so. So, einfach mal bis dahin. Jetzt haben wir hier noch die Pflanze hier definitiv reinglitscht.
Drehen wir mal so ein bisschen. So, ja. Da unten keine Ahnung, welche Auswirkungen das hat. Deshalb ziehen wir das mal sicherheitshalber so ein bisschen zur Seite. Das hier nochmal da lang gezogen. Der hier kommt dahin. Die Wurzel dürfte dort vielleicht sogar stören. Machen wir sie mal hier so ein bisschen dahin. Da ist die zentrale Beleuchtung, da ist das beleuchtet. Hier kommen wir definitiv nicht sauber ran. Das heißt, wir werden die Kristalle einfach mal hier hinklatschen. Die Beleuchtung kommt. Würde mal sagen, die kommt sogar weg. Es ist ja schon fast zu viel Beleuchtung hier. So, okay. Jetzt kommen die Steine, die Steine, die Steine, die Steine, die kommt einmal. Wo ist denn jetzt meine andere Matte geblieben? Muss da irgendwo unter sein. Sehr schön. Ja, da unter ist sie. So, hier drüber hängen darf das ruhig. Sieht okay aus. Wie sieht's denn da aus? Da kommen wir da ran. So, das hier mal dahin. So, der Kristall kommt dahin. Das große Ei kommt hier einfach mal mit in die Mitte zu den anderen Ei. So, das hier, das ist blau. Das kommt hier mit ran. Das verschmelzen wir so ein bisschen. Genauso wie das andere Blau, das wir da mal reinschmelzen. Müssen wir mal drehen. So, einfach mal hier ran. Das ist eine riesengroße Kristallformation. So, der Schwarze kommt da mit rein. Dann haben wir da eine Kristallansammlung, dort eine Kristallansammlung. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen Platz schaffen, in der Hoffnung, dass da nichts glitscht. So. Okay, das sieht soweit gut aus. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann kümmern wir uns um das obere Etage. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Und ciao, ciao.